Ja, wie gesagt, als nächstes mal kurz, möchte ich mir kurz über die Musterberechnungen gehen, grundsätzlich wie die Musterberechnungen aufgebaut sind. Was Sie hier sehen, das sind lediglich Anlagen zu den Musterberechnungen. Das ist im Wesentlichen nur das Zahlenwerk, was dran ist. So eine Musterberechnung, so eine Konzeptionsberechnung beginnt mit einem Gutachten, in dem wirklich alle Berechnungsgrundlagen, alle Berechnungsannahmen dargelegt werden, wo die ganzen Spalten erklärt wird, wo alle Zusammenhänge erklärt werden, wo das dargestellt wird, auf welchen Worst-Case-Szenarien das Ganze aufbaut, Aussterbensversorgungswerk, kein Ersatz von neuen Mitarbeitern, keine Fluktuation und die ganzen Dinge, die wir bei Musterberechnung für absolut wichtig halten. Der Unternehmer kann aus unserer Sicht nur das Ganze auf Basis eines Worst-Case-Szenarios seine Entscheidung treffen. Ein Worst-Case-Szenarios heißt, alle Mitarbeiter, die hier sind, die werden voraussichtlich bis zum Schluss bleiben. Da wird keiner ausscheiden. Wir werden keinen durch einen Jungen ersetzen, was dazu helfen würde, dass das Ganze besser rechnet. Es gibt keine Fluktuation mit dem Vorteil Fluktuationsgewinne und. Wie gesagt, ein Worst-Case-Szenario, wo ich sage, es ist wirklich alles drin. Es ist selbst gerechnet die partielle Steuerpflicht. Partielle Steuerpflicht dann, wenn die Unterstützungskasse überdotiert wird. Und da unterstellen wir auch, dass das jeweilige Trägerunternehmen ausgestorben ist und überdotiert ist. Und gleichzeitig, nur so kann es funktionieren, unsere gesamte Gruppenunterstützungskasse, alle Trägerunternehmen ausgestorben sind, kein einziges neues mehr dazukommt und auch hier alles brach liegt. Nur dann wird es die partielle Steuerpflicht so geben, wie wir es reingerechnet haben. Da kommen Dinge hinzu, wie der Satz zum Pensionssicherungsverein. Hier rechnen wir durchschnittlich mit einem 30% höheren Satz als dem, den wir derzeit haben. Wir rechnen zum Beispiel die Dynamisierung der Renten und auf die dynamisierten Renten den höheren PSV-Satz. Also die Dinge sind alles berechnet. Ich möchte mit Ihnen mal kurz drüber gehen, wie das überhaupt aufgebaut wird. Mal die erste Seite, ganz normal nur Adressdaten, Berechnungsannahmen, mit welcher Steuerbelastung rechnen wir, welche Verzinsungen haben wir alternativ für die unterschiedlichen Kapitalkonten, indem unsere Alternativverzinsungen, entweder die Verzinsung im Unternehmen oder die Verzinsung in Kapitalanlagen und so weiter zugrunde gelegt haben, mit welchen Zinsen berechnen wir das Ganze, welche Mitarbeiter sind und so weiter. Die zweite Seite, das ist ebenfalls nur eine Bestandsaufnahme. Da haben wir hier die Mitarbeiter in dem Berechnungsbeispiel, 24 Mitarbeiter und das Ganze, wie gesagt, nur die Namen erfasst. Wir brauchen keine Personaldaten, wir brauchen keine Namen wissen, zumindest nicht in der Phase. Da reicht alles anonymisiert und ist auch ganz wichtig. Und bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist natürlich auch der Datenschutz gewährleistet. Also der Datenschutz ist ja mit einer ganz anderen Auflage belegt, als es bei irgendeiner gewerblichen Gesellschaft, die eine Datenschutzerklärung unterschreibt und wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht sogar Lohnzettel oder Ähnliches einsammelt, wo wirklich alles drauf ist. Diensteintritt, Zusagebeginn, Alter bei Zusage, das Pensionsalter wirklich nach den einzelnen Monaten ausgerechnet, wann er kommt, wann ist der Rentenbeginn, hier die Entgeltumwandlung. Und hier sind wir halt nur davon ausgegangen, von einem bestimmten Szenario in dem Unternehmen, die Geschäftsführung 500 Euro, die anderen Mitarbeiter zwischen 80, 120, teilweise 150 Euro. Wir haben die Gehälter angegeben, wie das Unternehmen verdient. Wir haben dann Personengruppen, erfassen wir immer in den Datenerhebungsbögen. Das heißt, weil Unternehmensgruppen unterschiedliche Zuschüsse häufig bekommen oder unterschiedlich behandelt werden sollen. Wir geben dann an, ob Versorgungsart Rente oder Kapital, was gewünscht wird, jeweils auch immer mit der Möglichkeit zur Option. Und dann errechnen sich ganz normal die Versorgungsleistung aus der Entgeltumwandlung und errechnen sich die Versorgungsleistung arbeitgeberfinanziert und dann natürlich die Summe, das für die einzelnen Jahre immer mit 1% dynamisiert, um hier eine feste Kalkulationsbasis zu haben. Die dritte Seite, auch nur ganz kurz, das ist im Prinzip die Versorgungsordnung mit der Grobstruktur. Welche Personengruppen haben wir? Gibt es hier einen Arbeitgeberzuschuss? Arbeitgeberzuschuss abhängig von der Entgeltumwandlung. Gibt es eine Entgeltumwandlung? Wie lange ist die Entgeltumwandlung bis Rentenbeginn oder kürzer, vielleicht nur verkürzt, nur dann jemand ein Ähnliches? Gibt es Arbeitgeberzusagen, eigenständige, unabhängig von Entgeltumwandlung?
wird das Ganze in einer Zusage zusammengefasst oder sind es getrennt? Zwei Zusagen. Wie verzinst der Arbeitgeber die einzelnen Bausteine und wann ist das Pensionsalter und wann beginnt der Zusagebeginn und welche Rentendynamik hinterlegt man? Alle anderen Details in der Versorgungsordnung, die überspricht man erst danach, die legt man erst danach fest. Die sind also für die Musterberechnung nicht relevant, weil das ist Ausscheiden, das sind Todesfälle, das sind solche Dinge, die braucht man hier, weil sie das Ganze besser und schöner rechnen würden, nicht erfassen. Ja, dann haben wir im Prinzip die Seite 4 von 10. Ich habe eine Frage. Ja. Also Seite 3, was heißt GL, LA und A? Geschäftsleitung. Das heißt Geschäftsleitung, leitende Angestellte, Arbeitnehmer. Sie können es auch Vorarbeiter, Meister, Ingenieure, was Sie an Gruppen haben. Hier gilt immer der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz und Sie können hier verschiedene Personengruppen einfach nennen. Das sind einfach nur Abkürzungen, wie man es hier. Wir haben Unternehmer, die haben Vorarbeiter, die haben Meister, die haben Abteilungsleiter, die haben Ingenieure, die haben Akademiker und so weiter. Das sind nur Bezeichnungen für die Personengruppen. Ja, auf Seite 4 von 10 dann eben, hier beginnen die Berechnungen und ich sage Ihnen jetzt mal nur, was hier, bevor ich später dann nochmal tiefer einsteige in die Berechnung, was hier ganz wichtig und wesentlich ist. Spalte 1. Wir berechnen zum Versorgungswert immer nahtlos und lückenlos durch. Also vom ersten Jahr, in dem der einrichtet, bis zu dem Jahr, in dem hypothetisch der Letzte verstirbt. In dem Beispiel ist es das Jahr 2069. Da haben wir also keine Mitarbeiter mehr, so ist das durchgerechnet. Spalte 2, da sehen Sie, was haben wir an Leistungsempfängern und was haben wir an Leistungsanwärtern. Und Sie sehen, die Leute gehen hier sukzessive sehr früh in Ruhestand. Der erste zum Beispiel schon 2015, im Jahr 2038 oder 2040 haben wir schon 15 von insgesamt 24 im Ruhestand. Irgendwann sind auch die ersten schon gestorben. Im Jahr 2048 haben wir zum Beispiel nur mehr 21 Rentner, überhaupt keinen Aktiven mehr. Und es wird komplett durchgerechnet. Und dann haben wir die ganzen Spalten, die überfliege ich jetzt einmal, gehe später nochmal detaillierter drauf, aber haben wirklich alles im Detail erfasst. Zum Beispiel auch die Steuern der U-Kasse, die partielle Steuerpflicht, die so, wenn das Ganze weitergeführt wird, oder einige Unternehmen in der U-Kasse wenigstens noch weitergeführt werden, oder immer wieder ein neues Unternehmen dazukommt, wird sie immer weiter nach hinten verschieben, als wird das Ganze so nie kommen. Und dann haben dann in der Spalte 14 die Versorgungsleistungen, die abfließen. Seite 5 von 10 in den Berechnungen ist nur mal die Fortführung für die nächsten Jahre. Interessant und spannend wird es dann wieder auf der Seite 6 von 10. Auf der Seite 6 von 10 haben wir die ganze Liquiditätsgeschichte dargestellt. Wir haben, was haben wir an Liquiditätszuflüssen, und zwar die Zuführung zum Kassen, was haben wir an Liquiditätsabflüssen, zum Beispiel die Zuführung zum Kassenvermögen, die ja aus dem Unternehmen abfließt, der PSV-Beitrag, der abfließt, die Kosten der Unterstützungskassenverwaltung und Einrichtung, die abfließt, und haben dann eine Spalte 19, die die gesamten Abflüsse darstellen. Das geht dann weiter und sagen, wenn was abfließt, was fließt zu? Und zwar, es fließt zu die Entgeltumwandlung und die Sozialversicherungsersparnis, der Arbeitgeberanteil, der quasi zufließt oder eben nicht abfließt. Es fließt die Darlehensänderung, das heißt, was wir wieder an Darlehen alles zurückbekommen oder gleich gar nicht überwiesen haben. Und es fließt die Steuerersparnis zu, die wir hier in den einzelnen Jahren schlichtweg haben. Und wir haben dann mit der Spalte 20 eine Summe der Zuflüsse. Also immer drei verschiedene Abflüsse, drei verschiedene Zuflüsse, die wirklich abschließend und endgültig sind. Da fehlt nichts, da ist nichts zusammengefasst. Es ist komplett transparent. Und so sieht man die Abflüsse und so sieht man dann letztendlich auch die einzelnen Zuflüsse. Und dann kommt die wichtigste Spalte für mich. Das ist die Spalte 17 bei uns. Das ist die Liquiditätsänderung. Das ist Summe aus Abflüssen und Zuflüssen. Das heißt, die Liquidität, die durch das Versorgungswerk Jahr für Jahr nicht kumuliert zusätzlich da ist oder eben fehlt. Und da können Sie jetzt die Kernaussagen treffen. Da können Sie jetzt sagen, in dem kleinen Unternehmen fließt allein im Jahr 2015
eine Liquidität zu, eine zusätzliche Liquidität von 59.644. Also knapp 60.000 Euro Liquidität bei diesen 24-Mann-Unternehmen allein im Jahr 2015. Sie können dann einen Strich sagen, zum Beispiel im Jahr 2022. Bis zum Jahr 2022 sind hier vermutlich, ich kann es jetzt nicht zusammenzählen auf die Schnelle, gut 400, deutlich über 400.000 Euro freie Liquidität dem Unternehmen schon zugeflossen, mehr freie Liquidität im Unternehmen. Sie können sagen, naja, okay, erstmal im Jahr 2032 haben wir, wenn es hinten schauen, erstmal im Jahr 2032 haben wir Liquiditätsabflüsse. Und zwar in dem Jahr 35.000 Euro. In dem Jahr haben wir aber bereits 8 Rentner. Manche Rentner haben wir bereits seit fast 20 Jahren, seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren zahlen wir schon Rente, haben aber immer noch netto gesehen Liquiditätserhöhungen, positive Liquiditätszuflüsse. Und dann können wir es gern zum Rechnen anfangen und sagen, naja, okay, im Jahr 2032, wir haben 8 Rentner. Wenn wir diese 8 Rentner besetzt hätten durch neue Mitarbeiter, neue Geschäftsführer, die sind ja auch ausgeschieden, und die wandeln wieder wenigstens 200 Euro um, weil im Jahr 2032 wird man im Durchschnitt vielleicht mehr umwandeln wie jetzt im Durchschnitt, dann sind es 20 mal 200 Euro, dann sind es 4.000 Euro im Monat, mal 12 Monate wären 48.000 Euro. Dann würden schon allein 48.000 Euro zufließen. Positive Steuereffekte noch oben drauf. Dann hätten wir hier keinen Liquiditätsabfluss von 35.000, sondern auch in diesem Jahr eine positive Liquidität oder negative Liquidität. Im Jahr 33 das Gleiche. 2035 haben wir schon 10 Rentner, die wir bedienen. Zum Beispiel, da können Sie das dem Unternehmen fortführen, auf der Worst-Case-Basis, wie verhält sich das Ganze, wenn du das wirklich wegführst, wenn du das wirklich fortführst. Können auch sagen, schau her, wenn bei deinen Mitarbeitern wenigstens 3 oder 4 ausgeschieden wären, dann würde man nicht diese Rentenzahlung leisten, sondern deutlich weniger. Arbeitgeber finanziert für die, die ersten 5 Jahre ausgeschieden sind, überhaupt nichts. Also dann kann man die Punkte zählen. Und dann auf der Seite 7 von 10 nur die Fortführung, auch bis hier, der Letzte verstirbt. Und auf der Seite 8 von 10 haben wir verschiedene Szenarien dargestellt. Das sind Spalten von vorne wiederholt. Und wir haben dann 2 Szenarien, und zwar Bindung ausschließlich der positiven Liquidität und Bindung des vollen U-Kassendarlehens. Oder was man teilweise auch machen, Bindung von 50% des U-Kassendarlehens. Und die Szenarien, die führen wir dann wieder fort mit unterschiedlichen Alternativzinsen, die uns der Unternehmer vorgibt, wo er sagt, ja, ich kann mir zutrauen, hier 4 oder 4,5 oder 5 und 5,5% zu verdienen. Schau mal, rechne mal das, was wird sich hier Worst Case bei dem Ganzen ergeben. Und das sind nur, wie gesagt, Einzelpunkte und Ausschnitte aus der Berechnung von rechts nach links, von oben nach unten, wirklich von der ersten bis zur letzten Zahl nachvollziehbar. Und das Ganze, wer es gern möchte, auch in grafischer Form, wie sich hier einzelne Mittel entwickeln.